Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Zurech und dem Spiel Remember Me. Ich möchte euch das Spiel ein bisschen vorstellen, indem ich euch ein paar Episoden Let's Playe. Bottom Reaper wird noch die nächsten Tage irgendwann ein informatives Review-Video über Remember Me machen. Ich möchte euch vorab, vor dem Release, welcher am 7. ist, das Spiel euch einfach ein bisschen Let's Playen. Nicht komplett wieder, das machen wir ja nicht, aber einfach ein bisschen anzocken. Damit ihr irgendwie schon mal auf jeden Fall wisst, worum es geht, wie das Spiel wohl so gameplaymäßig ist. Ich kenne es ja eben selber nicht, deswegen schauen wir uns das einfach gemeinsam wieder an. Ich werde meine Meinung dann da auch zu sagen und wir schauen da einfach mal rein. Das Spiel selber könnt ihr bei unserem Partner Gameladen für sehr, sehr günstige 29 Euro, glaube ich, kaufen. Oder 28 Euro sogar nur. Schaut einfach mal rein, der Link steht in der Videobeschreibung und wir beginnen am besten jetzt ein neues Spiel. Es ist ein Action-Adventure. Und ja, wir nehmen einfach mal einen normalen Schwierigkeitsgrad. Nachdem unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch grub. Und wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jenem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus. Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier und hier. Ja, der Sinn des Spiels ist es eben, dass wir in einer Zukunft angekommen sind, wo man Erinnerungen digitalisieren kann, speichern kann, auf diese zugreifen kann, man kann sie teilen. Es gibt in dem Falle keine Privatsphäre mehr, denn es gibt natürlich auch Leute, die sowas natürlich missbrauchen, hacken und auch Zugriff auf die Erinnerung anderer haben können. Eine davon ist eben unsere Heldin. Die ist eine ehemalige Gedächtnisjägerin und die hat ebenfalls diese Fähigkeit. Das Jahr ist irgendwie 2084. Und ich kann euch schon mal sagen, ich spiele mit dem Xbox-Controller gerade. Vielleicht ist das ja ganz gut. Schauen wir mal. Guten Tag, hörst du mich? Ja. Wie heißt du? Nilin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Also Nilin ist unsere Heldin. Nilin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ich wette, so ja, wird es nicht kommen. Ja.
So, dann rappel dich mal auf. Wir wollen hier mal ein bisschen was zeigen, den Leuten. Ja, und auf die Kurzfassung, wenn ihr euch nicht ein Let's Play geben wollt, müsst ihr dann eben noch ein paar Tage warten. Und ungefähr wird euch dann das Beste aus dem Spiel zeigen und das Schlechteste auch. Danke. Nun bitte aufstehen. Bitte der orangefarbenen Linie zur nächsten Aufgabe folgen. Wo zum Teufel? Tja, wir können uns noch ein bisschen umschauen. Die Grafik ist vollkommen okay, würde ich mal sagen. Technisch kein Meisterwerk, aber sieht auf jeden Fall im Moment sehr stimmig aus. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich an nichts. Also, und hat sich, glaube ich, für die Zuschauer mal angemacht. Mir gefällt die Musik aber auf jeden Fall. Die ist eigentlich sehr gut gemacht. Das ergibt keinen Sinn. Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns nicht auf diesen Stuhl setzen werden, weil bis dahin irgendwas passieren wird. Sehr gut. Nillen, kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Nillen. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Ha. Wer bist du? Was hab wenn ich du gesagt? Überleben willst, dann hör auf mich. Lass mich nicht allein. Ich frage mich aber nur, wo wir sind und was der Sinn dahinter ist. Netzwerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Jetzt sind sie aufgewacht. Nillen, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, beweg den Kopf. Ich bin mit deinem Sensen verbunden und fühle es. Die Tür, geh drunter durch. Schnell! Na komm, ein bisschen mehr Elan, das geht schon, ne? Ich würde mich halt umdrehen. So, komm, ein bisschen Action, ja? Ja, das Kampfsystem wird darauf basieren, dass es ungefähr so ist wie in Arkham Asylum oder in Arkham Teil vom Batman. So, ich glaube, wir haben ein Problem. Ja. Der Roboter macht direkt natürlich alles kaputt. So, ich denke mal, ich renne ein bisschen. Tolle Sicherheitseinheit, die erstmal das ganze Labor kaputt macht. Sowas braucht man. Die Passage rechts von dir. Nimm sie. Steh auf, du musst weiter.
Auf jeden Fall ist die Performance auf meinem Rechner ganz okay. Ich habe durchgehend hier 30 FPS durch Fraps ja sowieso limitiert, aber ruckelfrei. System könnt ihr auf unserer Homepage nachschauen. Der Raum erinnert mich jetzt gerade irgendwie an Star Wars. Fast geschafft. Schnell in eine Kiste. Mach! Ich muss ja noch nicht mal die Taste drücken. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Ne? Ja, wie gesagt, das Spiel sehr, sehr günstig bei unserem Partner Gameladen. Link in der Videobeschreibung. Und ich habe auf jeden Fall schon gelesen, dass das Spiel auf jeden Fall sehr unterhaltsam sein soll. Kein herausragendes Werk, aber auf jeden Fall gut. Und für den Preis, glaube ich, kann man auch nicht meckern. Hat ja auch immer eine normale Spielzeit. So. Was ich tue, lehrt mich, wonach ich suche. Okay. Darüber kann man jetzt nachdenken erstmal. Gut, ich glaube, die erste Folge ist irgendwie Zwischensequenzen pur. Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus sofort. Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich gerade, Bruder. Und jetzt liege ich in einem Sarg. Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja. Du warst Gedächtnisjägerin, Millen, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Heroistin. Wie ich. Heroistin. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionärin und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt dich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan. Ja, Storytelling könnte besser sein. So ziemlich plump. Hier, hör mal zu. Das passiert zwar natürlich alles direkt auf dem Teller serviert, ne? Braucht man sich nicht groß Gedanken drum machen, aber hier sehen wir auch nochmal das Spiel als Remember Me. Und wir sind endlich bei Episode 1 angelangt. Lausiges Leben, lausige Technologie, viele Sachen, die man gar nicht erst lesen kann. Und jetzt sind wir in Slum 404 in Neo Paris. Ah, in der Zukunft wird es natürlich nicht besser. Und ja, ist natürlich klar, dass manche Menschen süchtig nach diesen Erinnerungen sind. Hör mal, Johnny weint. Denn, man kann sich natürlich ziemlich coole Erinnerungen holen. Und nur noch in diesen fremden Erinnerungen leben, zum Beispiel. Ja. Auch wenn diese Gollum-Typen echt komisch aussehen. Ich schätze, das wären meine ersten Gegner. Oder nicht? Ja. Und lächeln. Geteiltes Leid. Jetzt schau. Sehr, 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 sehr strange. Dunkler Schmerz. So lange suchten wir. Dunkler Schmerz ist jetzt sehr. naja. Vielleicht versteht ihr es. Tränen und Lächeln. Schwester? Fleisch? Wie wär's mit Freund? Ich
Ich bin keiner von euch, hä? Deswegen? So, es geht jetzt, glaube ich, los. Nein, so geht's nicht los. Wie das Spiel wirklich ist, also jetzt geht's natürlich rund, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, gebt dem Video einen Daumen hoch und bleibt dran, schaltet wieder ein und ja, ciao, ciao.